Leute zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Rome 2 Total War Online Battles von mir für euch heute mit Thyles gegen Rom. Und zwar eine eher besondere Schlacht, denn diese Schlacht zeigt euch mal, wie wichtig Kavallerie sein kann. Mehr dazu erkläre ich euch gleich. Ich habe mit dabei insgesamt zweimal thrakische Krieger. Hier, wir sehen diese Sichelkämpfer, das sind diese thrakischen Krieger. An sich könnte ich schon ganz schön reinhauen. Da habe ich noch mit dabei sechsmal gallothrakische Infanterie. Viermal freie Heerbahn an jeder Flanke 2, dreimal keltische Steinschleuder und viermal keltische Adelsreiter an jeder Flanke 2. Mein Gen ist auch einer an der linken Flanke. Mein Gegenüber hat mit dabei sechsmal Triarii, dreimal Leves, zweimal Sogi Hastati, viermal Prätorianische Garde und einmal einen Legatus. Dann wollen wir mal gleich starten. So. Wir sehen ja schon mal, dass seine Armee, die ist vollgepumpt bis zum geht nicht mehr. Kann auch schon früh erkennen, dass es eigentlich eine Fullstack sogar ist. Da hat nicht viel gefehlt. Und so teuer wie die Infanterie hier war, da war mir klar, Kavallerie wird da nicht mit dabei haben. Vor allem, so weit weg wie sie auch ist, würde sie ihm wenig bringen, wenn ich einen gut gesetzten Schlag bringe. Deswegen ging ich davon aus, er hat nichts mit dabei und dachte mir, okay, Feuerbahn, da brauche ich jetzt nicht meine Flanke. Kann ich jetzt im Zentrum benutzen, um die Einheiten vorher schon ein bisschen mit Plänkeln niederzuballern. Sehen wir hier. Da können wir auch erstmal in Ruhe vorspulen, denn es wird überhaupt gar nichts passieren in der Anfangsphase. Erstmal werden wir nur aufeinander zumarschieren und danach geht's los. Noch vorher die Formierungsphase von mir. Denn die Schlacht hier ist ein bisschen ruhiger, gesättigter. Und man merkt halt auch erst später, was da wirklich die Vorteile in dieser Schlacht sind. Was die einzelnen Sachen hier auch wirklich bewirken. Und wie sich hier quasi mein Sieg quasi herausstellt dann später. Denn fangen wir mal an hier. Ich setze erstmal meine Steinschleuder ein, um seine Leves zu beschießen. Schick meine freien Heerbahner derweil schon vor. Einfach um bereit zu sein, falls es zum Kampf losgeht. Er macht mit seinen Leves nichts. Also definitiv ist der Spieler hier ein Anfänger. Ich möchte euch aber was anderes mit der Schlacht zeigen, als dass ich Anfänger besiegen kann. Deswegen wartet noch einen kleinen Moment. Ich lasse erstmal schön die Leves hier runterschießen. So, jetzt kommt er nämlich gleich mit seiner Infanterie los. Ich will mich hier gerade vorgehen und seine Triarii beschießen. Und da kommt er. Mit meiner Kavallerie kann ich mich jetzt frei positionieren, wie ich will. Er formt hier so ein kleines Quadrat, bringt ihm aber auch nicht viel. Ich könnte durch seine Prätorianische gerade einfach durchhalten, als wäre sie nichts. Jetzt schieße ich auf seine Triarii, um die ein bisschen zu dezimieren. Ich habe ja schon gute Erfahrung gemacht gegen so eine Einheiten hier mit Bogenschützen. Dachte mir, komm, das können wir jetzt auch nutzen. Hier sehen wir jetzt die freien Heerbahner, die im Nahkampf mit dem Triarii sind. Der Kampf zwischen so Einheiten braucht immer elends lang. Die Soki Hastati sind ja doch ein Ticken schneller. Aber hier sehen wir es ja, Sperrträger gegen Sperrträger ist immer so ein Ding für sich und braucht ewig. Ich charge dabei auch schon den Rücken der Triarii rein. Versuche das Spiel hier auch mehr oder weniger auszunutzen. Und da sehen wir halt auch, mit meiner Kavallerie kann ich jetzt hier reinkommen, bevor er überhaupt rechtzeitig da ist. Er setzt seine Kavallerie auch überhaupt nicht wirklich intelligent ein. Jetzt komme ich dazu, seinen Gen noch zu chargen. Wir sehen es hier, der Legatus wird direkt von hinten genommen. Und zack, ist im Nahkampf drin und gegen keltische Adelsreiter hat auch keine Chance. Da kommt auch schon eine zweite Truppe mitzukämpfen, also im Endeffekt pures Gift für seinen Gen. Seine Infanterie macht da auch einen großen Fehler, er stellt sie nur hier drüben komplett so auf. Er hängt sich gerade mit allen seinen Truppen gegen meine freien Heerbahner auf. Er hat versucht, mich mit roher Gewalt niederzumetzeln hier. Er hätte es auch geschafft, hätte ich die Kavallerie nicht gehabt. Die hatte ich aber und dazu kommen wir auch gleich, wie es hier weiterläuft. Ich schicke jetzt meine Infanterie hier mit hinzu, um den Kampf hier ein bisschen die Länge zu ziehen. Die thrakischen Krieger schicke ich hier an die Flanke, wie wir sehen können. Das mache ich auf beiden Seiten. Und die führe ich dann einfach nur hier herum und kommen von hinten. Mehr reicht mit denen nicht, denn dadurch haben sie eigentlich ihren größten Schaden. Die haben nämlich einen rüstungsbrechenden Schaden von 15, soweit ich in Erinnerung habe, richtig. Und so ein rüstungsbrechender Schaden von 15 ist extrem gefährlich, wenn er von hinten kommt. Deswegen nehme ich mir diese zwei thrakischen Krieger und setze sie erstmal von hinten an. Meine Kavallerie lasse ich auch schön reinchargen, um die Infanterie hier fertig zu machen. Meine Steinschilder lasse ich schön reinballern. Ich aktiviere Banner heben und sammeln, damit meine Einheiten sich schön lang noch halten. Vor allem Banner heben hilft eine Menge hier, die freien Heerbanner noch länger hinausziehen zu lassen. Denn wir sehen jetzt hier, der Trupp ist immer noch mit dabei. Also im Endeffekt eine ziemlich geile Sache. Da sehen wir jetzt hier, der hängt sich hier dran enorm lange auf. Nur weil er auf rohe Gewalt setzt. Also wenn ihr mal auf rohe Gewalt setzt, dann solltet ihr euch im Klaren sein, dass was schnell schief gehen kann. Denn so rein realistisch betrachtet habe ich eine deutlich schlechtere Infanterie als er. Sehen wir auch hier, dass ich bald die Schlacht verliere gegen seine Einheiten. Aber so wie ich mich hier gerade anstelle, blopp ich seine Einheiten, halte sie auf, komme vor allem mit meinen thrakischen Kriegern
Schalt damit ein paar Männer aus. Der hat schon 42 Mann gekillt, der Trupp. Der hier hat schon 28 Mann gekillt, der Trupp. Also im Endeffekt setzt ihm sowas natürlich übel zu. Dann nochmal eine Kavallerie, die andauernd reingecharged kommt. Er unterschätzt hier komplett die Kavallerie. Das darf man auch nicht machen. Bloß nicht die Kavallerie unterschätzen, denn jede Kavallerieeinheit kann gefährlich sein, wenn sie richtig gespielt wird. Ist genauso mit der leichten Infanterie, die ich in letzter Zeit oft benutze. Also achtet darauf. Jetzt seht ihr auch hier, ich kann mich regelrecht positionieren, um ihr in den Rücken zu fallen. Und sowas darf nicht sein. Das ist einer der größten Fehler, den er machen kann. Ja, er hat jetzt hier zwar im Zentrum eine Einheit von mir besiegt, aber es ist weniger schlimm. Ich beschieße jetzt einfach seinen Trupp hier drüben weiter. Versuche ihn dadurch auszuschalten mit meiner Kavallerie-Charge jetzt auch hinten rein. Die Soki, Ihastati dürfen jetzt hier schnell besiegt werden. Die haben so schon eine schlechte Moral und wenn sie dann noch gekillt werden, dann ist das noch schlimmer. Wir sehen es hier, der ist ja jetzt schon extrem dezimiert, der Trupp hier, der wird nicht mehr lange halten. Ich habe auch noch versucht, die Einheit dann auch möglichst viel Schaden machen zu lassen, nämlich noch weiter durchziehe. Da sehen wir jetzt hier, die beiden wanken schon, die Triarier werden noch beschossen und wanken sogar deswegen schon. Jetzt kommen noch keltische Adelsretter hier mit rein, um die Flucht zu animieren und die Truppen sind weg. Jetzt habe ich hier im Zentrum Truppen frei, kann gegen die anderen unterstützen, bei der Kavallerie weiterarbeiten. Hier sehen wir jetzt auch schon wieder einen Trupp, der wankt. Auch eine richtig geile Sache für mich eigentlich. Und der flieht jetzt auch hier, wie wir sehen. Also das haut natürlich richtig rein, wenn man mit seiner Kavallerie ordentlich spielen kann. Es war jetzt hier natürlich weniger erstaunlich, wie ich hier gekämpft habe. Es ist jetzt auch keine so besondere Schlacht. So eine Schlacht gibt es auch mal, wenn man sie schlägt. Aber ich wollte es euch einfach, wie gesagt, zeigen, dass ihr mal seht, was Urgewalt wirklich bringt und was taktisches Verständnis bringt. Taktisch war jetzt meine Schlacht nicht wirklich mega aufwendig. Es ist jetzt auch nichts, was man großartig erst trainieren muss, um so mit seiner Armee umzugehen. Aber im Endeffekt wollte ich euch nur zeigen, was Urgewalt bringt. Im Vergleich zu meiner Spielweise, wenn ich ein bisschen taktischer vorangehe, nachdenke, was ich tue und dann in Ruhe mir alle diese hier schnappe. Wir sehen ja hier, er hat hier drüben die Flanke schon fast verloren, das Zentrum hat er verloren. Hier drüben geht der Kampf immer noch weiter und der ist noch nicht verloren. Also den könnte ich sogar noch gewinnen hier. Seine prätorianische Garde hat ziemliche Verluste erlitten. Also nur weil er im Zentrum einmal kurz durchgebrochen ist, hat es ihm auch nichts gebracht. Die Einheit habe ich sofort zerschossen mit meinem Steinschleuder dran. Jetzt leider keine Munition mehr haben, aber wir sehen es hier trotzdem, also es hat ihm hier nicht wirklich viel gebracht. Meine Kavallerie setzt sich auf die Garde hier an, damit die noch weiter geschrumpft wird. Also im Wesentlichen ist es doch schon ziemlich heftig, was er hier gerade so alles durchmachen muss. Jetzt sehen wir jetzt hier auch eindeutig, dass der da schlechte Karten hat hier. Der Trupp ist so zum 11. und 10. ziemlich lang gestretched, seine prätorianische Garde. Also alles im allem nicht gerade sehr schön. Auch wenn meine Einheiten an sich vielleicht ein bisschen schlechter sind, ist das nicht wirklich schlimm, denn es bringt ihm nichts, wenn meine Einheiten einfach zu viele sind für ihn. Wobei, er hatte auch nicht mal wenig Infanterie, hier hat einfach die Taktik geholfen, mit der Kavallerie rechtzeitig reinzuchargen, seine Truppen so stark wie möglich mit der Kavallerie zu dezimieren. Im Grunde hat er hier zwei große Fehler gemacht. Der erste große Fehler war es, komplett nicht gegen die Kavallerie zu agieren, die komplett ihr Ding machen zu lassen und zweitens auf hohe Gewalt zu setzen. Also ich rate euch da jedes Mal was anderes. Also, sagen wir nicht jedes Mal was anderes. Nein, ich meine damit, wenn diese Situation vorkommt, ihr auf Gewalt setzen könntet, macht es nicht, es lohnt sich nicht. Man macht so viele Verluste bei einem teuren Preis. Ihr seht ja, ich schaffe es mit unterlegenerer Infanterie, seine trotzdem zu vernichten. Das heißt also, Taktik ist hier auch wichtig und das dürft ihr nicht unterschätzen. So wie mein Gegner hier. Wir sehen, seine Garde ist hier der letzte Trupp. 40 Mann, keine Chance, definitiv nicht. Hier drüben meine gallotragische Infanterie kämpft gegen seine Triarii, auch hier noch weiterhin. Der hat da schlechte Karten. Meine Steinschleuder kommen hinzu, jetzt habe ich noch mehr freie Schwertkämpfer, die unterstützen können. Der Trupp wird hier drüben auch schön zerschnippelt eigentlich. Also im Endeffekt, das Ding ist jetzt gewonnen. Jetzt kommen hier nochmal Trager hinzu. Naja. Die sollten jetzt hier den Triarian ordentlich einheizen. Das ist ja beim Charge immer so eine Sache. Die können natürlich ordentlich reinhauen. Wir sehen ja hier, die ersten sind ja geflohen. Jetzt kommen sie wieder rein. Breiter Front natürlich. Und so ein Charge der thrakischen Krieger ist natürlich extrem gefährlich. Und da sehen wir auch direkt, ein paar Männer werden hier auch schon fertig gemacht. Bam. Zack. Gucken wir uns mal an. Schon runter auf 21. Vorher waren sie noch bei 40. Also nur mal so als Maßstab. Auch der Trupp flieht jetzt hier. Hier drüben, der flieht jetzt auch. Im Endeffekt bleibt noch dieser eine Trupp Triarier hier drüben übrig, der sich wieder gesammelt hat. Also, wie gesagt. Spulen wir mal vor. Das Ding ist jetzt definitiv entschieden. Ich habe zwar ziemliche Verluste hingenommen mit meiner Infanterie und musste mit meiner Kavallerie auch ganz schön Verluste hinnehmen, aber im Endeffekt bin ich ihm da doch deutlich überlegen. Also,
Da müsst ihr halt bei so Sachen immer schön aufpassen. Ruhe, Gewalt rate ich von ab. Lohnt sich einfach nicht. Immer auf Gefecht beenden. Und wir sehen hier direkt, meine Kavallerie hat abgeräumt, meine Steinschleuder haben abgeräumt, meine gallotrakischen Krieger haben abgeräumt und meine thrakischen Krieger. Also eigentlich haben alle abgeräumt, denn wenn meine Kavallerie reingecharged ist, sind dadurch welche gestorben. Dann sind welche umgefallen, die konnten meine thrakischen Krieger fertig machen und es hat sich für ihn einfach nicht rentiert. Ich rate euch da definitiv, setzt auf Kavallerie. Wenn ihr gegen Kavallerie kämpft und keine mit bei habt, dann habt wenigstens was dabei, um diese ausschalten zu können, oder benutzt eure Einheiten auch dafür. Ihr habt ja genug gehabt, um mich damit eigentlich auch aufzuhalten. Aber gut, ich verabschiede mich jetzt wieder von euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben oder ein Abo. Ich würde mich darüber sehr freuen. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann schaut doch mal vorbei bei meinem Let's Play von Rome 2 Total War. Da mache ich gerade eine Kampagne mit den Römern. Und wie gesagt, ciao, bis zum nächsten Mal.